gibt ja die, wo man einfach akzeptieren muss, dass der Gegner besser war. Es gibt die, bei denen du vielleicht alles getan hast und gut gespielt hast, aber trotzdem war der Gegner dann am Schluss eben das Mühe besser. Und du hast dich aber gewehrt und hast gekämpft und hast alles gegeben. Dann gibt es die Niederlagen, wo du zu viele Fehler machst. Und dann gibt es natürlich die, und die tun am meisten weh, wenn du das Gefühl hattest als Coach, dass deine Mannschaft nicht alles gegeben hat, dass sie nicht gekämpft hat, dass sie nicht bereit war, dass sie sich nicht gequält hat und deswegen am Schluss eben auch keine Chance hatte, vielleicht gegen gleichwertigen Gegner. Und das sind die, die ein bisschen schwerer zu verarbeiten sind. Na, das nächste Spiel kommt eben. Und das kommt dann meistens schneller, als einem vielleicht lieb ist, aber das ist dann vielleicht auch ganz gut. Du hast die Möglichkeit, im Sport eben aus den Niederlagen zu lernen, weiterzumachen, das nächste Training kommt, die nächste Vorbereitung auf den nächsten Gegner kommt. Und dann ist es eben gut, dass man schnell auch wieder Erfolge feiern kann. Oder sich selbst eben darum zu kümmern, hart daran zu arbeiten, wieder erfolgreich zu sein und zu gewinnen. Blöd ist immer, wenn du das letzte Spiel der Saison verlierst und plötzlich du in ein Sommerloch fällst, weil du weißt, das nächste Spiel ist vielleicht mit der Nationalmannschaft erst in 8 Wochen oder wenn du kein Nationalspieler bist, erst in 3 Monaten kommt die nächste Saison. Das ist so das Spiel, das ist die Niederlage, die dann wehtut und an der man ein bisschen länger knabbern muss. Ich glaube, auch da geht es darum zu lernen, dass sie dazugehören. Und dass du selber als Spieler, aber auch in deinem Team mit deinen Coaches zusammen eben lernst, dass Niederlagen zum Sport dazugehören, dass du aus ihnen lernen kannst, musst, dass sie dich auch stärker machen können. Und nur dann schaffst du es eben auch vielleicht im Sport selber auf die nächste Stufe zu kommen, den nächsten Schritt zu gehen. Und bestes Beispiel ist natürlich Dirk, der gegen Miami einmal 2006 verlieren musste, damit er 2011 dann das Ding gewinnt. Diese Beispiele hast du eben auch auf deinem Niveau. Das müssen nicht immer die NBA-Finals sein.